Herzlich willkommen zu Magic Ollivander, Zauberei und Mentalmagie lernen. Vorgeführt. Jetzt man nimmt einfach diesen Gummi so in die Hand, den anderen dahinter, mit dem Daumen rein. Dann sieht es so aus. Schön eingesperrt, richtig? Ja. Ja. Und Agrakadabra draufpusten. Und die Gummis haben sich gelöst. Ganz normale Vorführung. Die Pik Ass und einmal die 10 Karo. Ich werde jetzt die 10 Karo nach hinten nehmen, hinter den Rücken. Okay? Und Sie sagen mir, was Sie jetzt denken, was vorne ist. Die Pik Ass? Nee. Das habe ich doch hier. Okay, also das war jetzt. Dann versucht ihr mit euren Gedanken jetzt ganz fest, konzentriert ihr euch auf Fähigkeiten. Fähigkeiten, die vielleicht bis A lang. Mit diesen Worten beginnen wir die Show. Und der Ring wandert. Wow. So, alles noch besser, oder? Klar, muss man einfach üben. Das ist schon logisch, ja? Dann immer mehr machen. Das ist gar kein Thema, oder? So, jetzt sind die Karten wirklich gemischt, ne? Und trotzdem ist die 4 Herz oben. Ist denn was grün, blau zur Orientierung, Daumen drauf. Ringfinger, Mittelfinger auf die unteren zwei Ebenen, damit es hier frei ist, ja? Und jetzt? Jetzt ein bisschen, wenn man das so bewegt, dann ist eben zum Schauen durcheinander, ja? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Voilà! Ihr lasst euch vom Zuschauer einen Geldschein geben, okay? Wow! Du könntest so drüber gehen mit dem Ring oder mit der Hand. Man sieht, keine Fäden, nichts. Erstmal die Münzwette. Das heißt, wir haben jetzt hier in einem dieser Kuvert haben wir eine Münze. Wir haben hier 4 Wäscheklammern. Gummis für Trick mit Gummis. Ihr nehmt einfach mal diesen Gummi in die Hand, zieht sie nach hinten und 1, 2, zack. Das ist der Trick. Das Ganze geht natürlich auch rückwärts entsprechend. Ja? Ihr zeigt immer so vor und 1, 2, 3 springt darüber. Wie geht das Ganze? Münze verschwindet. Ihr habt hier ein Schnapsglas. Und ihr habt hier eine 5-Cent-Münze. Papier, weißes Papier. Und ihr legt jetzt einfach irgendwo die Münze hin. Und lasst jetzt diese Münze unter diesem Glas, Schnapsglas verschwinden. Also ihr benötigt einfach nur Münze, Schnapsglas, Stück Papier. Hat man zu Hause. Ihr nehmt eure beiden Hände über das Schnapsglas. Ihr habt nichts in den Händen. Und stellt das Schnapsglas oben drauf. Und Agrakadabra sind salim, verschwunden. Und versucht mit euren Gedanken diesen Löffel zu verbiegen. Volle Konzentration. Es dauert ein wenig. Und wenn ihr euch genügend anstrengt, dann könnt ihr sehen, wie sich der Löffel. Voilà! Und jetzt gleich. Die Kette kommt durch den Ring hindurch. Und Abracadabra, Simsalabim, Schwebekarte. Die Kette bleibt. Dazu benötigt ihr ein Karten. Und dann irgendwelche Gegenstände, die ihr schweben lassen wollt. Ihr stellt hier entsprechend so eine Karte hier auf. Sie balancieren. Nimmt dann irgendwas, was ihr schweben lassen wollt, und legt es dann hier drauf, auf die Karte. Muss man ein bisschen balancieren, dass es alles klappt, ja. Und voilà!